Hi Leute, was geht? Ich mache willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Leute, heute darf ich richtig viele Minecraft-Mythen, wie hier zum Beispiel die erste, Leute, schaut mal nach unten. Oha, was geht denn da? Was würdet ihr in dieser Situation machen? Ihr habt nur noch ein einziges Leben, Minecraft. Wenn ihr draufgeht, fliegt ihr raus. Und ihr seht, wie klein die Wasserstelle ist. Das sieht viel zu gefährlich aus. Aber ihr wisst, da kriegt man keinen Fallschaden. Und das ist jetzt ein Mythos, dass man hier in Lava keinen Fallschaden kriegt. Das würde ich jetzt eigentlich zuerst auch denken. Aber das müssen wir mal austesten, Leute. Kriegen wir Fallschaden oder nicht? Was? Aber wir waren ja doch am Schwimmen, Leute. Nein, warte mal. Im Wasser, wenn wir da richtig lang und pro sind. Okay, das schaffe ich nicht mal. Aber ich hätte gedacht, weil Lava eine Flüssigkeit ist. Warte mal, ich drücke mal meine Leertaste. Vielleicht kann ich ja... Ich kann ja nicht mal drin schwimmen oder so, hä? Weil wenn wir im Wasser richtig landen... Wisst ihr, überleben wir. So, aber warte mal, das ist jetzt ein Block tief und deswegen überlebt man das nicht. Weil schwimmen kann man hier ehrlich nicht. Okay, Leute, dann mache ich das mal ein Block tiefer. Weil man kann ja doch drin schwimmen, Leute. Das kann doch nicht sein. So, ich habe es jetzt mal über einen Block tiefer gemacht hier. Jetzt muss man das doch überleben, Leute. Komm schon. Und ein Block tiefer. Kriegt man jetzt genauso viel Fallschaden oder kann man das... Ich habe es überlebt, aber ich bin in der Lava draufgegangen. Ich habe weniger Fallschaden bekommen. Habt ihr es gesehen, Leute? Man kann auf jeden Fall seinen Rückstoß reduzieren. Aber der Fallschaden war so hoch, dass man das nicht überleben kann. Deswegen machen wir noch eine Stufe. Und schauen, ob es jetzt funktioniert, Leute. Kommen drei Blöcke tief. Dann muss man das... Ich glaube, das ist egal, wie tief das ist. Ich mache das jetzt richtig tief, Leute. Bis ganz nach unten. Als ob man wirklich einfach bis ganz nach unten durchfällt. Niemals. Wird man nicht abgepreist? Ich dachte, man kann so hoch schwimmen wie bei Wasser. Aber ich glaube nicht, Leute. Wir probieren mal uns. Man fliegt komplett ganz da unten durch. Ich gebe mir mal einen Lava-Eimer, Leute. Let's go. Nicht mein MLG hilft, glaube ich, oder? Nee, Leute, das bringt auch nichts. Das heißt, dieser Mythos wurde jetzt aufgedeckt, Leute. Egal, wie tief das ist, man überlebt es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So, Leute, jetzt habe ich so ein tiefes Loch gemacht. Man fällt doch jetzt nicht ganz durch, oder? Das testen wir jetzt nochmal. So, Leute, das ist jetzt komplett bis ganz da unten Lava. Ein letztes Mal für die Minecraft-Wissenschaft. Werden wir jetzt an Fallschaden draufgehen? Komm schon, wir sind nicht ganz da unten, oder? Nein, jetzt können wir hochschwimmen. Okay. Aber der Mythos, dass ein Lavastück reicht, um Fallschaden zu überleben, stimmt nicht. So, als nächstes in Minecraft. Ich weiß noch nicht, ob ihr das wusstet, Leute. Aber wenn wir einen Fuchs bauen... So, warte mal, ich muss mal kurz was zubauen, damit er nicht wegläuft. Ich selber wusste das zum Beispiel noch nicht. Aber Füchse können ja Items in den Mund nehmen. Das machen die ja normalerweise immer. Aber die können auch einfach Schwerter nehmen und dann einfach auch als Waffe benutzen, Leute. Und deswegen will ich jetzt schauen, ob das Schwert an Leben verlieren wird. Wenn wir gleich einen Chicken hinstellen. Boah, er hat das Schwert jetzt in den Mund genommen, Leute. So, jetzt kann er das Schwert benutzen. So, erstmal das Erste. Weil nehme ich, Leute, als Nächstes bin ich doch gespannt, wird eine Verbrennungsverzerrung genutzt. Okay, das Schwert hat keinen Schaden bekommen. Das ist krass. Jetzt will ich auf jeden Fall noch ein Verbrennungs-2-Buch nehmen und das da drauf packen, Leute. Wird das Chicken dann auch brennen? Weil eigentlich benutze er ja das Schwert. Aber es bekommt keinen Schaden, Leute. Ich glaube, das ist hier so ein Unlimited-Schwert-Benutzen-Glitch. Leute, schaut jetzt selbst. Ich droppe ihn jetzt hier das Feuerschwert. Hier, bitteschön. Was hat jetzt gegessen? Chicken, glaube ich, noch. So, und jetzt spawne ich hier Hühner. Let's go, Leute. Guck mal, er besiegt die. Leute, man kann so voll die krasse Farm machen. So, okay, und die brennen nicht mehr. Aber wenn er das Schwert benutzt, brennen die. Und das Schwert verliert kein Leben. Das ist so OP, Leute. Das ist richtig OP. Ich droppe mal das Schwert wieder hin. Spawn noch ein. Also an sich kann man so, aber das funktioniert halt nicht dauerhaft. Aber man kann hier Chicken braten, ohne dass das Schwert kaputt geht. Das ist heftig, Leute. Das wusste ich nicht. Und er hat mein Schwert immer noch. Er gibt mir das wieder. Dann droppt er das wieder, Leute. Jetzt, wenn er Essen hat. Okay. Aber bestimmt kann man so eine Unlimited Farm bauen, Leute. Es geht zu 100%. Dass er das Dierschwert benutzen kann mit der Verzauberung, habt ihr gesehen. Aber kann er auch noch ein Totem benutzen, Leute? Das haben wir auch noch gar nicht probiert. Was ist, wenn ich jetzt einen richtig hohen Turm baue? Jetzt bin ich richtig gespannt. Kann er wirklich alle Items benutzen, Leute? Warte, ich spawn den mal. Drop ihn hier ein Totem hin. So. Komm schon, nimmt er das Totem? Nee, der hat ein Ei um sich. Okay, dann müssen wir noch einen spawnen. Komm schon, wir brauchen hier ein Totem. Nimm das Totem. So, er hat das Totem genommen. Okay, und was ist, wenn er jetzt runterfällt, Leute? Also, wir machen es für die Wissenschaft. Let's go! Und, was? Die können wirklich Items benutzen? Er hat überlebt durch das Totem. Nein, Leute. Das ist wirklich wahr. Der Mythos funktioniert. Das nächste, der nächste, keine Ahnung, Mythos handelt sich um Schafe, Leute. Und zwar wisst ihr, es sind Schafe normalerweise hier immer Gras, Leute. Weil das müssen wir ja mal sehen, ich hoffe, es funktioniert. Ja, habt's gesehen, Leute. Die essen ja normalerweise immer Gras. Aber es gibt einen Mythos,
dass wenn die auf Honigblöcken drauf sind, sondern aber drunter muss auf jeden Fall Gras sein, so, dann müssen drüber Honigblöcke sein, dass das auch funktionieren soll, was ich jetzt nicht glaube, Leute, weil die einen Block höher sind. Aber ich bin mal gespannt, ob das geht. Als ob der Honig das wirklich schützen wird oder nicht schützen wird, bin ich mal gespannt, Leute. Und ihr wisst ja, Leute, das ist eigentlich so ein eher so ein halber Block mäßig, dieser Schleimblock, weil man sich da so dran heften kann und alles. Aber mal gucken. Wir spawnen jetzt hier die Schafe, Leute. Wird hier das Gras kaputt gehen, Leute? Das muss ich nochmal ganz genau beobachten. Hier, das kann man eh so durchsehen. Sehr gut. Und falls es noch nicht kann. Hä? Ich glaube, das ist am Essen, Nein! Das wirklich gerade. Er hat's kaputt gemacht, Leute. Er hat da durchgegessen. Was? Als ob das wirklich geht. Aber das sind doch zwei Blöcke, Leute. Wie? Nein. Wir haben es ja schneller aufgelöst, als ich es hier noch zeigen konnte, Leute. Ich wollte euch hier nicht noch zeigen, falls ihr es nicht kanntet. Das ist ein alter Minecraft-Trick. Kann man hier Regenbogenschafe machen. Wenn man die Jeb-Unterstrich nennt. Aber vielleicht kannt ihr das schon. Vielleicht noch nicht. Aber krass. Okay. Selbst dadurch können die Gras essen. Sehr interessant. Okay, Leute, nächste Situation. Stellt euch vor, ihr findet irgendwie Diamanten unten im Wasser und wollt ihr unbedingt abbauen. Was macht ihr, um lange unter Wasser atmen zu können? Ich habe normalerweise immer in Minecraft hier Türen genommen. Türen zum Beispiel. Oder die Falltüren gehen, glaube ich, auch, Leute. Die kann man auch platzieren. Aber die hat man jetzt nicht normalerweise dabei. Oder ich habe einfach mal schnell eine Base gebaut. Nicht runtergebaut und Blöcke platziert. Aber das ist so viel zu kompliziert. Falltüren gehen ja... Nein, die gehen sogar nicht! Okay, das ist krass. Es gibt aber auf jeden Fall Blöcke, wo ihr seht, dass man hier an der Seite, dass da schon Luft ist. Die sind nicht ganz im Wasser, die Blöcke. Ich glaube, bei der Kiste ist das genauso. Nee, bei der Kiste nicht. Beim Amboss funktioniert das auch. Beim Hopper auch. Und die Frage ist jetzt, der Mythos ist, dass man auch hier atmen kann. Und das will ich jetzt herausfinden, Leute. Ich habe jetzt normalerweise eh nicht einen Amboss dabei, aber ich will einfach nur jetzt wissen, ob es wirklich geht. Und nein, hier kann man auf jeden Fall nicht atmen, obwohl ich sogar dagegen schwimme und alles. Das funktioniert nicht. Was aber gehen soll, soll das Bett sein. Dass man sich einfach im Bett immer auch schützen kann. Leute, im Bett kann man ja auch einfach craften mit Wolle und so. Kann ich mich jetzt sogar reinlegen? Nee, das geht nicht. Ich muss jetzt mal testen, Leute. Ich gehe mal Game of Survival, mach mal kurz nachts. Was ist, wenn es Nacht ist und ich hier unter Wasser ein Bett habe? Kann ich ja noch einfach hier im Bett weiter atmen? Weil gerade geht das noch nicht, Leute. Warte, bis ich erstmal Schaden kriege. So, kann ich mich jetzt einfach reinlegen, wenn ich hier Schaden kriege? Zack. Und jetzt geht meine Luft wieder voll. Oha, das ist ja voll OP. Aber es darf nicht Tag werden. Was, das funktioniert jetzt schon mal heftig, Leute. Und dann seht ihr noch, ist hier auch noch so ein halber Block, wo man theoretisch atmen könnte. Ich muss nur einmal probieren, ob ich da irgendwie reinschaffe. Ich da irgendwie... Oh, ich glaube, man kann sich ja so hinlegen, Leute. Warte mal, warte mal. Ja, hier kann man sogar atmen. Seht ihr das? So, ich mache mal kurz alles hell bei mir. Ihr seht das, Leute. Man kann ja einfach die ganze Zeit atmen. Man muss hier keine Tür bewegen oder so. Man kann ja wirklich die ganze Zeit campen. Das ist OP, Leute. Das ist richtig OP. Das wusste ich noch nicht. Weil bei Slabs geht zum Beispiel nicht, weil die sind ja auch halbe Blöcke. Okay, bei den meisten Blöcken geht das hier auch nicht. Also das Bett ist da schon einzigartig. Ich glaube, es geht nur auch so hier noch mit dem Bett und mit den Türen halt. Krass. Für den Mythos muss man als nächstes in die Nether. Und zwar denkt man ja in Minecraft, dass es unmöglich ist, im Nether Wasser zu platzieren. Aber es gibt einen Trick, Leute, wie man Wasser platzieren kann. Wir können hier nochmal ein Wasser-Eimer nehmen, probieren. Ihr seht, Leute, hier geht nichts. 0, gar nichts. Das heißt, wenn man in Minecraft brennt und kein Wasser findet, wird es ganz schwierig, das zu überleben. Okay, mit 0. Au, 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 au. Nee, Wasser können wir echt nicht platzieren. Hier auch nicht drauf. Gar nichts. Viele von euch werden es aber vielleicht schon kennen. Viele vielleicht aber auch noch nicht. Und zwar kann man hier einfach... Das ist ein sehr guter Minecraft-Trick. Hier den Cauldron nehmen. Den Kessel. Und dann... Ist es tatsächlich möglich, so Wasser zu platzieren? Obwohl es Minecraft eigentlich gar nicht im Nether gehen soll. Aber hier, wenn wir jetzt mal brennen, Leute, können wir uns jetzt einfach löschen gehen. Zack, das Wasser wird wirklich benutzt. Ihr habt schon gesehen, es gibt noch Wassertränke. Bringen die was, Leute? Wenn man brennt, das können wir auch noch einmal testen. Zack. Einfach Wasser trinken. Funktioniert nicht. Wassertrank, der funktioniert auch. Niemals. Das heißt, das sind die zwei Wege, um Wasser zu platzieren im Nether. Aber leider kann es halt nicht schwimmen, Leute. Das geht halt leider nicht. In dem nächsten Mythos geht es auch hier um den Kessel. Deswegen können wir den direkt einfach wieder platzieren, Leute. Und zwar, wir haben hier noch einen Turm. Perfekt.
soll man hier, wenn man im Wasser landet, weil hier ist ja Wasser, auch keinen Fallschaden kriegen. Bin ich mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Leute, machen wir direkt mehrere voll. Geht auch hier sogar mit Wasserbottles, falls ihr es noch nicht wusstet. Boah, es gibt so viele krasse Minecraft-Facts. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Nein, Fuchs, nein! Noch ein Fuchs um. Jetzt mache ich schon mal meinen Checkpoint. So, als ob wir das überleben können, Leute. Aber da ist Wasser, Leute. Das ist ein Mythos. Mal schauen, Leute, wenn ich drin lande. Bin ich drin gelandet? Ich glaube nicht, Leute. Warte, ich muss genauer ziehen, Leute. Und zack. Nee, hä? Vielleicht war ich immer noch nicht drin. Komm schon, das muss doch gehen, Leute. Das ist doch Wasser, oder nicht? Ihr seht das doch. Aber ich glaube, ich bin sogar drin gelandet, oder? Nein. Dann ist das Mythos hier eine Lüge, Leute. Warte, ich gehe mal komplett rein. Ihr seht, ich bin drin. Wenn ich jetzt runterfliege, lande ich da drin. So, kriege ich jetzt Fallschaden, wenn ich hier runterfliege? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und? Au! Ich krieg Fallschaden! Nein, das bringt gar nichts. Halt's ab! Und was ist, wenn man da Lava reinmacht? Das testen wir auch nochmal, Leute. Kriegt man hier auch Fallschaden? Weil Lavaschaden kriegt man doch auf jeden Fall, wenn man hier reingeht, oder? Ja, man brennt. Okay, und jetzt gucken wir noch mit dem Fallschaden. Zack, Fallschaden kriegt man und Lavaschaden. Was soll das denn? Okay, Leute, dieser Mythos hat dir gar nichts gebracht. So, der nächste Mythos hat was mit dem Schalker zu tun. Und zwar soll es so sein, dass wenn man den gleich mit... Warte, ich spawne ihn erstmal. Zack, wenn ich jetzt hier einen Unsichtbarkeitstrank nehme, dass er nicht komplett verschwinden soll, obwohl man die mit einem Unsichtbarkeitstrank abwirft. So, warte mal, ich glaube, ich muss einmal versuchen, wenn die hier aufmacht, Leute, den zu treffen. Nee, warte, ich mache erstmal so, Leute. Ich versuche jetzt erstmal nur den Block zu treffen, ohne sein Schild. Zack, und dann habe ich nur seinen Block unsichtbar gemacht. Okay, aber wenn es offen ist und wenn ich ihn treffe, kann es sein, dass er auch unsichtbar wird? Nein, es wird immer nur der Block unsichtbar, Leute. Hä? Aber er an sich selber nicht, er kann gar nicht unsichtbar werden. Nein, Leute, als ob. Der Arme, ist doch voll unfair. Und egal wie, Leute, wie ich ihn treffe, er wird einfach nicht unsichtbar. Oh, das hat Minecraft nicht so gut für den gemacht, Leute. Das heißt, er kann ja immer gesehen werden. Aber hält dann sein Schild auch noch? Ist das so, als wäre er da drin? Ja, man hört auf jeden Fall den Sound, Leute. Man hört auf jeden Fall den Sound, dass es zu ist. Okay. Aber krass, weil hier, ihr seht ja beim Schwein, da bleibt ja auch nicht sein Kopf einfach übrig. Hier geht es nicht. Als nächstes, Leute, brauchen wir hier einen Lava-Pool und ein Item. Ihr wisst ja, wenn man Items hier in Lava reinschmeißt, gehen die kaputt. Vielleicht wissen es auch einige von euch, manche nicht. Netherite-Items schwimmen in der Lava. Die können dann nicht kaputt gehen, egal was aus Netherite. Alles, was hier aus Netherite ist, wir können hier alles reinschmeißen. So, zack, zack, so hier, zack, die Schuhe, Rüstung ein bisschen, hier noch da ein paar Items. Nix an Netherite geht kaputt. Blöcke hoffentlich auch nicht. Nee, gehen die nicht. Okay, Leute, aber dann gibt es ja noch den Netherster. Der sollte, glaube ich, bei Lava, der geht kaputt, Leute. Aber ihr wisst ja, bei TNT werden Items normalerweise auch weggesprengt. Das müssen wir immer testen. Wird Netherite weggesprengt? Ich packe mir direkt zwei Items hin. Jetzt schauen wir mal, Leute, bei der Lava nicht, aber bei TNT ist das Netherite weg. Aber, Leute, jetzt gibt es hier den Mythos, dass Netherstars einfach überleben können, die Nethersterne. Obwohl TNT kommt. Also bei Lava können die nicht überleben, aber bei TNT schon. Das glaube ich eigentlich nicht, aber das finden wir jetzt heraus. Komm schon. Was? Der überlebt einfach Explosion niemals. Wir können so viel TNT platzieren, wie wir wollen. Warte mal, ich platziere jetzt ganz viele Netherite-Blöcke. Und einen einzigen Netherstar, Leute. Was wird überleben, Leute? Niemals überlebt der Netherstar. Und es sind jetzt sogar mehrere TNT-Blöcke, nicht nur einer. Der fliegt hier einfach rum, Leute. Oha. Das ist krass. Glaube ich, das einzige Item, was nicht weggesprengt werden kann. Ich packe mir jetzt alle Items hin. So, ein Netherstar. Hier irgendwie Netherite. Was haben wir noch? Eisen kann ich hier reinwerfen. Alles geht kaputt. Der nächste ist überlebt. Aber ist das jetzt nur bei TNT oder jetzt noch bei Kaktus genauso? Wenn es jetzt noch bei Kaktus geht, Leute, dann wäre das zu OP. Komm schon, und? Nee, Kaktus überlebt kein Item. Nicht mal Netherite. Aber dass der nächste da so ein starkes Item ist, wusste ich nicht. Aber wahrscheinlich liegt das dann daran, dass wenn man den Wither besiegt, der gerade am Explodieren ist, den nächste da nicht kaputt machen kann, dass man den gedroppt bekommt. Und daran könnte es liegen. Hey, lass das! Als nächstes, Leute, gibt es noch einen Trick, wie man jeden Mob umdrehen kann. Da brauchen wir einen Anboss, Leute. Das ist jetzt ähnlich eben wie mit dem Regenbogenschaf. Muss man das Grumm nennen? Vielleicht kennen es viele von euch, vielleicht viele auch nicht, aber
Ich nenne den jetzt mal zu Grumzack. Und dann, hä? Lauf nie verkehrt rum. Als ob, Leute. Niemals Chicken. Ach. Hä? Geht das wirklich mit jedem einzelnen Mob? Sogar mit dem Enderdrachen? Sollen wir das mal mit dem Enderdrachen testen? Kann man den überhaupt einen Namen geben? Aber ihr seht es auf jeden Fall, es geht hier mit Pferden. Es geht hier mit Schafen. Es geht bis jetzt mit jedem Mob. Geht es auch mit Villagern? Die Kuh ist auch umgedreht. Summon Villager. Warte mal, ich muss mit den Villager... Ja, das ist auch andersrum. Guck mal, der Kopf, Leute. Hey, was geht, Villager? Aber die funktionieren doch, glaube ich, nicht alle. Die werden einfach nur verkehrt rum angezeigt. Das ist auch mit den neuen Mobs, Leute. Weil ich glaube, das ist schon ein sehr altes Minecraft-Feature. Kann ich auch den Schalke umdrehen? Ja, das ist auch umgedreht. Zeig dich. Der ist auch jetzt andersrum. Aber diesmal, glaube ich, auch nur der Block, oder? Weil der Schalke an sich selber nicht. Der Kopf bleibt auch normal rum, ja. Da ist der Strich. Ah, nee, okay. Der ist auch komplett falsch rum. Jetzt will ich noch bei einem Wizard testen, ob es geht. So, einmal ein Wizard spawnen. Wizard bleibt stehen. Ja, sogar der ist umgedreht. Warte. Und der Enderdrache. So, können wir den auch umdrehen, wenn ich ihn hier treffe? Nein, ich glaube, ich treffe ihn nicht, Leute, oder? Oder kann er sich nicht umdrehen? Ich glaube, das geht nicht, Leute. Er heißt Grum, Leute. Er hat den Namen. Ihr seht das, oder? Warte mal, ich muss ihn mal kurz jeden besiegen, Leute. Oder war das der Bruder, der so hieß? So, ich baue nochmal den Enderdrachen und versuche ihn. Nein, man kann alle umdrehen, außer den Enderdrachen, oder was? Das ist schade. Sogar noch beim Blaze oder so. Ja, es geht wirklich jeder Mob sonst. Als nächstes brauchen wir einen Creeper-Kopf, Leute. Und zwar soll man Mobs in Minecraft manipulieren können und denken lassen können, dass man auch einer von denen ist. Und das werden wir jetzt testen, Leute. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich funktioniert. Weil normalerweise, so, ich zeige euch nochmal, hier in ganz normalen Minecraft explodiert einfach. Ah, lass mich! Aber Leute, wenn ich jetzt den Creeper-Kopf aufsetze... Also, das wirklich funktioniert niemals, Leute. Der Mythos wird niemals gehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, Leute. Soll uns der Creeper nicht erkennen können? Er läuft auf jeden Fall schon mal zu uns zu. Vielleicht denkt er, dass wir ein Freund sind. Oder geht er auch hoch? Komm schon. Er geht trotzdem hoch. Ah, ich bin noch ein Creeper. Vielleicht geht es aber nur beim Creeper nicht. Vielleicht ist er einfach schlauer. Es gibt noch Skelettköpfe. Und Zombieköpfe, glaube ich. Und Piglin-Heads. Das müssen wir auf jeden Fall alles ausprobieren. Weil angeblich soll man die manipulieren können. Sie denken, dass man wirklich einer von denen ist. Und deswegen setzen wir jetzt als nächstes den Zombie-Kopf auf. Und spawnen ein paar Zombies. So, und Zombie-Spawn. Let's go. Bitte, bitte, komm schon. Das muss auch klappen, oder? Nein, der greift uns an. Warum? Warum, Zombie? Warum musst du das machen? Okay, dann geht's wahrscheinlich mit dem Skelett auch nicht, oder? Komm schon. Einmal ein Skelett-Spawn. Hallo, Skelett. Boah, ich bin einer von dir, wirklich. Ich bin einer von dir. Hey! Was greifst du mich an? Vielleicht die neuen Köpfe hier, der Piglin hat es ja neu. Und die greifen uns nicht an. Ja doch, warum? Was soll das, Leute? Was soll das? Aber Leute, lasst ein Like, damit ich das Video gefallen habe. Vergesst zu abonnieren, keine weiteren Videos für meinen Kanal zu verpassen. Schon bei anderen, was? Abonnieren, tschüss!